einfach mal an. So, moin, neuer Vlog bei mir auf dem Kanal, beziehungsweise Vlog. Ja, ich habe eine Kamerafrau und gar nicht so normal, noch nie gemacht, aber wir haben ja, ihr seht schon, einige sehr spezielle Fahrzeuge, beziehungsweise einen sehr schicken Fuhrpark und ich dachte mir, das kann man mal mit in ein Video nehmen, denn ich bin sowieso für ein paar Foto- und Videoaufnahmen für die Technikbörse hier bei Rebo. Also ich bin sehr erstaunt, muss ich sagen, deswegen, ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit. So, und ich habe mir mein cooles Mikro mal wieder geschnappt und dabei habe ich Hasko, der ein oder andere wird ihn kennen. Du bist? Genau, ich bin Hasko Struck, der Gebrauchtmaschinenverkäufer Rebo Schleswig-Holstein. Genau, das ist auch dein Lieblingsspruch. Ja. Und ihr habt hier, wir können ja am besten mal, ich glaube, wir drehen mal uns einfach mal um. Ihr habt hier ganz schön aufgetischt. Was habt ihr hier an Maschinen stehen? Was geht hier ab? Ja, also wir sind heute bei der Firma, bei dem Lohnunternehmen Stotz in Thaden, bei Hademarschen. Ja, hier geht es im Prinzip darum, die komplette Flotte zu verkaufen. Ja. Und ja, wie man schon sieht, also optisch und technisch ist das mal echt ein Highlight, ein Schmankerl. Was wir hier haben, sind viele 8245R mit wirklich wenig Betriebsstunden. Die sind Baujahr 2009, 2010 und haben so zwischen 5.000 und 6.500 Stunden. Das ist für diese Schlepperkategorie, das ist verrückt, ist wirklich nicht viel. Ja. Allein das Bild, die sehen ja alle wirklich noch sehr schier aus, muss man sagen. Allein das Bild, das hat man wahrscheinlich normalerweise nur so um, weiß ich nicht, 2006, 2007 oder irgendwann mal auf irgendwelchen Messen oder so gesehen. Aber, weiß ich nicht, das könnte hier auch auf irgendeiner Messe oder bei John Deere auf dem Hof sein. Nur vor ein paar Jahren, ne? Komm zu Rebo, kannst du jeden Tag erleben. Aber ist echt heftig, also wirklich. Was habt ihr hier genau? Also sind ja nicht nur die Maschinen. Nein, also es ist wie gesagt der komplette Fuhrpark. Mhm. Die 8245R, 6230R, 6215R. Die dann in unterschiedlichen Baujahren und Betriebsstunden. Ja. Pöttinger Kombiladewagen 6600 Jumbo. Bin ich Fan von. Ist auch ein cooles Gespann. Ja. Die Ladewagen auch aus Baujahr 2009. Mhm. Unterschiedlich viele Fuhren bzw. Betriebsstunden gemacht. Ja, was haben wir noch hier? Feldhäcksler, 3 Stück. Genau. John Deere, da auch mal hingehen? Genau, gehen wir da einfach auch mal hin. John Deere 7950, ein bisschen älteres Schätzchen, aber auch relativ wenig Betriebsstunden. Was haben die so runter? Der hat so 2200, 2300 Trommelstunden. Krass. Riesenmotor drin, groß wie ein VW Polo. Also schon cool, macht Eindruck. Daneben, macht vor allem auch noch Sound. Macht Sound, das kann er. Daneben die aktuellen Modelle 8300i, 8400i, ja. 1100, 1200 Trommelstunden. Natürlich komplett bestückt. Pickup, Maisgebiss, alles dabei. Und alle so einsatzfertig, abmarschbereit, dass man quasi gleich loslegen kann. Krass. Und dann noch ein paar 6R, hattest du ja auch schon gesagt. Hier so ein bisschen, da so ein bisschen. Ja, wir könnten noch mal da hinten hingehen zu dem ehemaligen Silo-Gespann. Die sind ja auch noch mal ein bisschen speziell, ne? Ja, richtig. Also da haben wir mal ein bisschen was Spezielleres gebaut, damals. Der 8R an sich hat ja keine Frontzapfwelle und so einen Silo-Verteiler, so eine Recktrommel üblicherweise mit Zapfwelle angetrieben. Genau. Haben wir dann beides im Prinzip auf Hydraulik umgebaut. Habt ihr auch bei Rebo gemacht? Ja. Aha, okay, cool. Ja. Wie man hier sieht, schön mit Zwillingen ausgestattet. Ja, das sind so die typischen Silo-Walztrecker gewesen. Ja, und wir können ja mal ganz kurz hier rumgehen. Das ist dann nämlich auch das Spezielle. Das kennt man ja eigentlich echt nur von so typischen Seekombinationen, die letztendlich ja vorne noch einen Tank hatten, einfach die Leitung nach vorne gelegt. Genau. Habe ich noch nie gesehen. Und dann an so einem schönen Schmuckstück hier. Genau, also ein bisschen hübsch verlegt, die ganzen Leitungen nach vorne. Und wie man sieht, also der ist, was Hydraulik an der Front angeht, üppig ausgestattet. Mhm. Und das ist eben nicht nur der eine, das sind auch noch ein paar andere. Jetzt in dem Moment zum Transport eine Machio Gaspardo Maisdrille noch hinten dran. Ja. Ungefähr 3000 Hektar gemacht, da gibt es 2 von. Kann man natürlich auch käuflich erwerben. Also einmal der komplette Fuhrpark online auf Technikbörse, für die ich übrigens hier bin, falls sich jemand fragt, wie kommt das zustande? Ich bin für Technikbörse hier. Wir drehen öfter auch mal bei Rebo oder generell bei Händlern. Und ja, Rebo ist auf mich zugekommen, hat gesagt, wir haben da eine ganz geile Aktion. Und ja, die habt ihr auf jeden Fall. Auch ein sehr, sehr spezielles Gespann. Mich würde mal interessieren, wie ist das vom Wiederverkauf? Also so eine Maschine, vor allem mit solchen speziellen Umbauten, sag ich mal, das kann doch eigentlich ziemlich gut ankommen, oder? Oder? Schwierig? Nee, gar nicht schwierig. Die sind natürlich preislich interessant. Mhm. Sind an sich gesuchte Modelle, was noch sehr einfache, robuste Trecker sind. Ja. Kein AdBlue, alles was so dazugehört. Genau. Wie gesagt, verhältnismäßig wenig Stunden für das Baujahr. Und dadurch, dass sie eigentlich nur, zumindest der überwiegende Teil der Schlepper-Ladewagen gezogen haben,
wirken die Stunden eigentlich noch weniger. Ja. Das sind wirklich frische Trecker. Also normalerweise, wenn man wirklich nach solchen Schleppern irgendwie schaut, dann sind die meisten Modelle ziemlich runtergerockt, das sieht man denen an. Und ja, ja, hier ist das überhaupt nicht der Fall, ne? Nein. Ich sag mal, üblicherweise, das ist der typische Ackerbüffel, wie man ihn so kennt. Der soll flügen, der soll grubbern, der soll an der Scheibenecke laufen. Ja. Der soll eigentlich nicht Ladewagen ziehen. Damit ist er nicht so wirklich ausgelastet. Ja. So, ne? Wobei das schicke Gespanne waren. Ich habe die auch damals gefilmt, habe ich ja eben schon mal kurz gesagt. Wenn ich die 10 finde, blende ich die ein, aber ich glaube, das wird fast schwierig. Damals waren meine Ordner noch nicht so gut, was Festplatten anging. Aber das ist schon, das war schon cool, muss ich echt sagen. Cool. Ja, und wie gesagt, also richtiges Highlight meiner Meinung nach ist, um mal ein Aushängeschild für die John Deere Produktqualität zu haben, der 7800, der hier hinten um die Ecke steht. Gehen wir auch nochmal hin. Die Oma. Ja, genau, die Oma. Mutmaßlich kurz vor 20.000 Stunden. Man munkelt. Ja, man munkelt. 19.000 und ein paar zerquetschte. Der hat also sein Leben lang im Prinzip an dieser Mulchkombi gelaufen. Krass, ne? Also genau. Der hat dann doch schon auf die Fresse gekriegt. Ich sag mal, der war hier zumindest nicht zu Geburtstag. Nee. Nein. Ja, guck mal. Jo. Ist so. Also Wasserwagen ziehen war nicht. Der hat dann doch ordentlich gemacht. Richtig. Aber er fährt und bremst und tut das, was er soll. Und den verkauft ihr auch mit? Den kannst du auch kaufen. Guck mal. Also im Zweifel auch ohne die Mulchkombi. Bei dem Heckmulcher, das ist ein Spreadhead, der hat auch noch eine Astsäge dabei. Mhm. Entweder zusammen oder im Paket, so wie es halt beliebt. Cool. Ja, definitiv ein paar coole Sachen. Meinst du, man kann noch mal einen von den Kollegen anmachen? Ja klar, was hättest du gern? 8245, ne? Sind ja einige da. Was? Mach einfach mal an. Definitiv ein absolutes Schmuckstück. Wir gehen noch mal kurz rum. Cool. Wirklich, wirklich cool. Ich würde sagen, den Hexer, den hören wir uns auch noch mal an. Und dann wären wir hier eigentlich auch durch. Ja, ihr merkt schon, ein doch spezielleres Video bei mir. Also relativ spontan auch jetzt gerade, muss ich sagen, dass ich das nochmal mit in den Vlog reinpacke. Deswegen, das kommt nochmal schöner als einzelnes Video auf YouTube. Und ich glaube, das wird auch ganz, ganz cool ankommen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich so ein 7950 jemals im Einsatz gefilmt habe. Also seitdem, ich glaube echt nicht. Also Karkegen hatte damals auch einen, glaube ich. Kann das angehen? Das war ein, zwei Nummern kleiner. Ja? Hm? Ja, guck mal. An den kann ich mich noch als Butschi erinnern. Da bin ich noch mit dem Roller durch die Gegend gefahren, habe ein bisschen Fotos gemacht. Aber ansonsten, nee, ist die Zeit irgendwie so ein bisschen vorbei. Leider. Genau. Also das ist nochmal ein richtiger Brocken an Motor. 18 Liter Cummins Motor. 18 Liter? 18 Liter. Jo. Was holt der da so an Leistung raus? Weiß er auch nicht. 800 und ein paar zerquetschte. Ja? Mhm. Haben die den auch noch im Maishexen bedienen, ja, oder ja? Ja, ja. Krass. Der ist an einem 10-Reiher gelaufen. An einem 10-Reiher sogar. Mhm. Ja, also ich weiß, dass in Deutschland hier und da noch ein paar laufen, aber ist schon echt wenig, ne? Ja, ich sag mal so, die werden einfach weniger, die Zeit geht weiter. Klar. Das ist so. Vor allem da auch den ganzen Tag drauf. Ich glaube, die Kabine ist auch noch nicht. Da ist doch noch ein bisschen lauter als heutzutage so ein Hexer, ne? Ja, natürlich. Mhm. Das ist so. Und ich sag mal, selbst Messeranzahl, da sind wir heute weiter. Ja. Klar, Schnittqualität sowieso, also da ist ja gerade John Deere auch sehr weit vorangeschritten in den letzten Jahren, ne? Genau, genau. Wobei der, ich sag mal, für damalige Verhältnisse eigentlich schon gut ausgestattet ist. Der hat einen Starfire-Empfänger dabei, der hat schon einen Harvest Lab mit drauf. Der hat schon einen Harvest Lab? Der hat also einen NIR-Sensor im Prinzip dabei, genau. Ja, okay. Ja, ja. Das haben viele heute verkauft dann nicht mehr. Das konnte der damals schon. Ja, guck mal. Ja, ja, also im Endeffekt feinsäuberlich hier aufgestellt und gleich bedeutet das auch, die kommen wieder rein. Ja, vielen Dank, dass das nochmal möglich ist fürs Video hier. Also ist schon speziell, ist schon richtig geil. Kann man nicht anders sagen. Sieht so auch schick aus.
Boah, Hammer, das riecht auch so typisch, ne? Das ist so. Hammer. Ja. Also ich finde auch immer die John Deere an sich, die haben schon einen eigenen Geruch. Und dazu, gerade bei den Erntemaschinen, ein Häcksler riecht wie ein Häcksler und ein Mähdrescher riecht wie ein Mähdrescher. Das ist immer ganz... Da kannst du eigentlich die Augen zumachen, setz dich drauf und sagst, ich sitze auf dem Mähdrescher, ich sitze auf dem Häcksler oder auf dem Trecker. Dann weißt du allein vom Geruch, wo du bist. Wäre mal eine neue Videoidee. Ja, ja. Gar nicht so blöd. Ja, Hammer. Aber wie man hier so sieht von der Kabine her, ne, das ist so der Charme der Vergangenheit. Das sieht heute ein bisschen anders aus. Das ist so. Ja. Hammer. Cool. Aber optional mit Aschenbecher, also das läuft. Ja, guck mal, hier wird sogar drauf geschmeugert. Jo. Klassiker, ne? Aber wenn man den ganzen Tag drauf sitzt. So, und damit würde ich sagen, ein sehr, sehr kurzes Video, kein richtiger Vlog. Mal was ganz Spezielles und Kurzes hier aus dem Technikbörse-Dreh heraus. Die Maschinen findet ihr auf Technikbörse. Nummern kann ich euch gerne mit verlinken, aber ich glaube, ein Teil ist auch schon verkauft, ne? Kleiner Teil ist schon weg, ja, aber im Grunde ist noch viel da. Ja, guck mal. Ich dachte, das ist auch mal einfach geil fürs Video. Dann vielen, vielen Dank und gucken wir mal. Ciao, ciao. Ciao.